Oh, hat's geklappt, Leute? Ja. Oh. Panik. Panik. Hallo. Kommt rein. Hi. Paul und Marlene. Ben. Ben. Paul. Paul. Marlene. Und Marlene. Oh, sehr cool. Okay. Kann ich mir, glaube ich, merken. Die waren echt super nett und freundlich und deswegen war ich direkt positiv gestimmt, dass das ein toller Abend wird. Oh. Sollen wir das Feuer mal anmachen? Ja, darf ich? Ich will machen. Pauli, weißt du, wie das geht? Ja, natürlich weiß ich, wie das geht. Pack deine Survival Skills raus. Natürlich. Wow. Oh, wow, super. Du, nein, das, das funktioniert das so? Wow, ja, ja, Mann. Wow. Es brennt. Ja. Das Feuer ist wieder aus. Komm, ich mach das jetzt. Auf geht's, Paul. You can do it. Paul, wenn du das jetzt nicht hinbekommst, lache ich dich für 7 Jahre aus. Das habe ich auch im Physikunterricht gelernt. Wow. Weil Feuer braucht was? Sauerstoff. So. Ich habe Feuer gemacht. Sehr gut. Wieso holen Menschen? Rollen, Feuer. So einer ist Paul. Kannst du mir kurz eine Marshmallow aufstecken? Natürlich kann ich dir Marshmallow aufstecken. Bei mir auch, bitte. Hier, bitte. Dankeschön, sehr lieb. Okay, hat irgendjemand eine Spielidee? Kennt ihr dieses, wer würde eher? Das ist doch dieses, wo man irgendwie so eine Theorie macht und dann muss man auf die Leute zeigen, ne? Ja. Und auf die, wo am meisten gezeigt wird, die muss dann sagen, ob es bei denen zutrifft oder nicht. Ja. Die Kennenlernspiele am Anfang von Kennenlernen, ja, ist auf jeden Fall mega gut. Das ist actually ganz lustig, weil ich kenne euch alle nicht. Wir judgen einfach beim Aussehen. Ja, wir sind richtig oberflächlich jetzt, okay? Okay, okay. Ja, lass mal oberflächlich sein. Gut, ja, sehr gute Idee. Vielleicht findet man ja das ein oder andere übereinander heraus, wovon man jetzt nicht so ausgegangen wäre, ne? Wer würde am ehesten so random bei irgendwem auf der Straße so einen richtig scheiß peinlichen Anmachspruch raushauen? Oh, oh Gott, er ist hey. Er schaut schon ein bisschen so aus, ja. Sag mal deinen besten. Soll ich meinen besten Anmachspruch? Ja. Ist deine Mutter eine Putzfrau? Denn ich finde dich sehr putzig. Oh, wow, crazy. Kann ich deine Telefonnummer haben? Ich habe meine eigene verloren. Wow. Wow. Der ist aber sehr alt. Ich muss ein Lichtschalter sein. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, machst du mich einfach an. Hi, du, ich muss eine Umfrage für die Uni machen. Könntest du es mal kurz ausfüllen? Sicher doch. Dieser Anspruch mit diesem, gib mal deine Adresse und so ein, das ist voll schlau. Ich merke mir das. Ich finde das so witzig, wenn Leute mit mir zu einem Anspruch kommen. Aber nicht mit so schlechten, sondern mit so coolen. Wurdest du in deiner Muschel geboren oder wieso bist du eine Perle? Wow. Also voll viele mögen das nicht, deswegen macht's nicht. Aber ich mag's. Leute, wir haben auch noch was Kleines vorbereitet. Wollt zwei vielleicht kurz mitkommen? Ja, dass wir haben sie vorbereitet. Yes. Okay, dann holen wir das mal schnell. Also ich hatte gar keinen Plan, wie das irgendwie so werden würde, aber ich finde es eigentlich echt mega cool. Also ich finde die mega nett. Aber Leute, ne? Ja. Es ist so ein bisschen auffällig, weil das ja gerade schon ein bisschen mit Paul und Pauline. Ne? Yeah. Ey, aber Pauline guckt den auch so an. Ja. Hallöchen! Oh. Du hast dich umgesetzt. Ich geb einfach mal ja, ich setze mich jetzt auch wieder zurück. Warte, hier, da kannst du das vielleicht nehmen. Ja. Guten Appetit, ne? Was? Dankeschön. Warte, was ist das? Stößen. Es war einfach locker, es war eine entspannte Stimmung und die waren wirklich nett. Also man konnte sich richtig gut unterhalten, wir haben viel gelacht und es war einfach cool, es hat Spaß gemacht. Wer würde am ehesten nackt durch die Straße laufen? Paul. Also für Geld tue ich vieles. Kommt drauf an, welcher Tageszeitpunkt. Okay, wer würde am ehesten in ein Becken voller Haie springen? Ich würde es machen, safe. Ja, ich würde es auch machen. Sie sieht so aus, als würde sie das machen. Ja, schon. Doch schon, oder? Also ich würde es machen, ja. Ich muss schon sagen, dass dieses Feeling, so am Lagerfeuer zu sitzen, ein paar Marshmallows zu grillen, sich zu unterhalten, echt richtig schön war. Man hat die anderen Leute kennengelernt. Ja, wir haben viel herausgefunden. Ich würde echt gerne noch bleiben, tatsächlich, aber ja, ich glaube, wir hatten auch einen anstrengenden Tag. War schön, dass ihr da wart auf jeden Fall. Dankeschön. Mega. Hat mega viel Spaß gemacht. Der Abend war auf jeden Fall richtig nett und so Paul und Marlene, die wir nicht kannten, waren auch super nett. Also wir haben uns auf Anhieb richtig gut verstanden direkt. Pauli, sag mal, wie läuft's mit dem Pauli? Nett? Ja. Nett? Ja. Nett? Sympathisch, man kann sich unterhalten. Oh, Klubschau. Wir haben's gesehen, Pauli, wir haben's gesehen. Nett? Ja, 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 ja.